Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Silver Run Forest im Projekt Achterbahn. Das Baggerfahren, Achterbahn, Baggerfahren, reimt sich ja fast. Ja, so ein Bagger ist schon eine tolle Erfindung. Wenn man denn jetzt dann, oh, ich weiß gar nicht, wo ich diesen Punkt setze. Wir fahren erstmal ein bisschen weiter, bevor das hier weitergeht mit der Arbeit. Und ausprobieren will ich das auch, aber hier finde ich das ganz cool. Wir setzen jetzt hier den Punkt plus Plantage. Ich glaube, das schreibt man so. Wenn nicht, dann ist es so. Achso, das machen wir aus. Und jetzt suchen wir uns mal so einen geeigneten Punkt. Hauen jetzt gleich hier GPS rein. Und dann machen wir GPS-gestütztes Baumsetzen. Wenn ich den jetzt hier so hindrehe. Achso, wir müssen da erst noch in die Einstellung eben kurz adaptives Lenken. Nee, wo bist du denn da? An. Und dann. Nee, freies Lenken. Falls inaktiv. Immer. Er hat sogar eine Arbeitsbreite. Wie geil ist das denn? So, wenn man jetzt einfach X drückt. Dein Pflanzgerät hat keinen Bodenkontakt, okay. Machen wir eben kurz den Bagger wieder gerade. Das wird ja sonst nichts hier. Jetzt? Hat er das jetzt gepflanzt, das Ding? Ach so. Warte mal, der will ja vorwärts über den GPS fahren, dann drehen wir es nochmal eben um. Du kannst immer dann pflanzen, wenn er sagt, du darfst pflanzen. Das ist geil. Das gefällt mir. So einen kleinen Setzling da reindrücken. Könnte man sich Baumpflanzen ja auch wieder auf eine andere Taste legen. Und das wird effektives Abholzen werden. Man hätte erstmal noch pflügen müssen, aber so ist ein bisschen Gras darunter, habe ich mir gedacht. Dann sieht das vielleicht noch ein bisschen mehr nach Wald aus, das Ganze. Könntest du den wahrscheinlich sogar als Helfer laufen lassen. Vielleicht. Aber irgendwas. Er kann ja was mit Helfer, ich weiß nicht was. Probiere ich aus, wenn ich noch zweites Stück da drin habe oder so, dann drücke ich mal H. Und das Schöne ist beim LS, du kannst ja nichts kaputt machen. Auch wenn du jetzt die Reihe wieder überfährst. Ich habe gedacht, der gräbt da jetzt ein richtiges Loch rein, aber an und für sich schießt er dir ja bloß in die Erde. Muss ich mir mal angucken auf YouTube in Real, ey. Das Ding funktioniert.
Man sieht sogar, dass ich gepflanzt habe. Wie geil. Bleibt ja immer noch die Frage offen, wie viele 100.000 Jahre brauchen die, bis die geschlüpft sind. So, guck mal, und jetzt sehen wir ja, wo unsere Bäume waren. Das ist unsere Baum-GPS-Reihe und wir gehen jetzt mal eine daneben. Und jetzt gucken wir mal, dass wir mit dem Bagger ungefähr den gleichen Abstand zum Baum finden. Dann haben wir nämlich genau zwei nebeneinander. Wie witzig, oder? Wieso kann ich hier keinen Baum pflanzen? Ach, immer nur dazwischen? Aha. Nee, dann machen wir dann eine, dann gehen wir auf eine andere Seite. 1, 2, 3. Machen wir da. Kann man hier Baum pflanzen? Kann man. Okay. So möchte ich das. So finde ich das geil, so macht das Bock. Sonst finde ich mega die Frage, was macht der LKW? Mit dem haben wir uns dann zwar gar nicht auseinandergesetzt. Aber erstmal egal, würde ich sagen. Solange wir Bäume schießen können. Ist natürlich auch geil, dass das ein Volvo-Bagger ist, ne? Und dann kommen die anderen mit so einer doofen, hässlichen Setzmaschine. Aber ist natürlich klar, du kannst ja mit dem Bagger in jedes Terrain fahren, ne? Das mit dem Trecker und der Setzmaschine nicht kannst. Und du kannst wesentlich effektiver aufforsten, würde ich einfach mal behaupten. Ob es dann jetzt nachhinein so ist, das weiß ich nicht, aber Schnellkupplung, eben gesägt, tot aus Welt, neuen Baum geknallt. Alles ruckzuck, wenn man das dann alles auf dem Anhänger hinten am Bagger dran hätte oder vielleicht am Pickup, kannst du auf dem Pickup leben, kannst ja einfach wieder abhängen. So schwer ist das auch nicht. Ne, 6 Tonnen, ne? 4, 3, 2, irgendwie so. Das wird geil. Überlege jetzt ernsthaft, ob ich den Rest auch noch pflanze oder nicht. Ob das nicht schon reicht. Da habe ich aber schon wieder was ausprobiert, wo ich nicht wusste, wie das funktioniert. Und jetzt weiß ich's. So ein Feini. Und eine Kette Platz muss man dazwischen lassen. Habe ich gelernt. Dann passt das. So. Ja, aber die Bäume sind so winzig. Das ist das. Genau den muss ich nehmen. Wir bauen uns einen Wald. Geil, was alles mit so ein bisschen Hydrauliköl möglich ist. Feier ich total. Auch wenn wir jetzt 9 Minuten Bäume pflanzen. Ich feiere das total. Der Fortschritt im Wandel laufe der Zeit. Kann ich die nicht bewegen? Zu spät gedrückt. Vor allem, es verschwindet ja auch wirklich immer ein Setzling aus diesem Korb. Das ist so geil. Ich kläre alles wieder weg.
Der setzt den ja richtig mit Wurzelballen. Wie geil ist das denn? Wenn das so einfach wäre, Bäume zu pflanzen. Voll geil. Ich glaube, das wäre so richtig mein Beruf. Rauf auf den Bagger. Und wie viele Bäume hast du heute gemacht? Nur so 400 Stück. Das ist voll geil. Also das ist schon wieder so ein Grund, warum sich dieses Expansion Pack lohnt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Fürredner bin für das Expansionspack, aber... aus meiner Sicht her, ne? So. Wir lassen natürlich nochmal eben schnell den Onkel hier zur Achterbahn fahren. Damit wir uns nämlich noch ein bisschen Energiefahrzeuge kaufen können. Fährst du genau vorbei mit der Kette. Die werden so schnell groß. Oh. So. Ich glaube, jetzt bin ich ein zu weit daneben. Das macht aber nichts. Man sieht jetzt aber den kleinen Wald, den ich hier gezaubert habe. Immerhin etwas. Ein bisschen Solarflächen. Ich glaube, Solaranlagen ist das neue Gold und darauf werde ich mich jetzt konzentrieren. Wir werden jetzt viel investieren in Solaranlagen. Also alles das, was möglich ist, ne? Und dafür natürlich dann noch die neuen Setzlinge. Wir setzen jetzt nochmal eben den zu Ende und dann geht der Bagger nämlich auch schon wieder weg. Ich habe letztens von Agrar heute, oder heute Agrar, ich weiß gar nicht, wie dieses Magazin heißt, eine Dokumentation über so einen Auto selbstfahrenden, wie heißt das Ding? Harvester, genau, Entschuldigung. Gesehen, sehr, sehr interessant. Sehr wartungsfreundlich sieht das aus. Sehr viele Klappen, kommst fast überall ran. So, der LKW hat sich wahrscheinlich festgefahren. Ach, wenn du Helfermodus machst, dann geht er bloß. Okay. Gut, sagt tschüss. Tschüss, Bagger. Wir haben jetzt einen kleinen Wald gezaubert. Zurückgehen. Jawohl. Hier gar nichts haben. Auch keine Schindeln. Was bist du denn für ein Frechdachs? Na, ein bisschen. Nee, hat er nichts genommen. Okay.
Dann verkaufen wir das mal ganz schnell. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es noch nicht getan hast, dann würdest du wissen, wie es hier weitergeht. Dann lass ein Abo da, das Ganze kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt Dinge mit Axie auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen unfassbar schönen Tag. Euer Axie, tschüss. Macht es gut. Bis dann und ciao.